hier ist er wieder, Marc Netto am Start. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist eine schöne abgelegene Badestelle. Wir schauen mal, was wir heute hier so finden. Vielleicht Münzen, vielleicht Schmuck. Wir werden es sehen. Aber heute habe ich auch wieder den Magneta Barbarian mit dabei. Den großen Magneten. Wir haben schon einmal versucht mit dem kleinen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da. Erstmal alles vorbereiten. Ins Wasser mit den Warthosen und Sandcoop. Ich hätte Lust. Los geht's. Schauen wir erstmal in dem Bereich hier nach. Hier könnten viele Leute ihre Decken hingelegt haben, sich ausgebreitet und dann natürlich sich niedergelassen haben und was verloren. So, hier mal ein Signal. 99er. Ganz oberflächlich ist gut. Gehe ich jetzt mit dem Magneten rüber. Hier so. Und mit ein bisschen Glück klebt das schon dran. Oh, hier ein Kronkorken. Uff, es ist immer noch da. Aber wenn es so oberflächlich ist. Ja. Ja, okay, es war Alufolie. Mist, zählt nicht. Ne, ist immer noch da. Aber vielleicht noch mehr Alufolie. So. Komisch Stück von einer Sektflasche, denke ich. Aber warum hat das der Magnet nicht genommen? Mist, jetzt nimmt das. Hier haben wir nämlich einen Kronkorken. Den hat der Magnet jetzt nicht aus der Erde geholt, weil er einfach viel zu fest drin hängt. Zum Kronkorken aufsammeln kann man das super machen. Wieder was dran, aber bloß oberflächlich. Ich mache da vorne noch ein bisschen weiter mit dem Magneten, noch mal versuchen und dann schauen wir weiter. Gehen wir mal lang. Zack. Zack. Mhm. Mhm. Schwäne, Kronkorken und jetzt kommen hoffentlich Münzen. Mal schauen. Das Signal. Kronkorken. Also so wie es hier draußen aussieht, sieht es dann auch drin im Wasser aus. Dreck weggeräumt. Herzlichen Glückwunsch. Ein 59er Signal. Lass mich raten. Da ist er, der Kronkorken. So, und wenn man sich das hier mal anguckt, was hier so liegt, dann nehmen wir hier einen Kronkorken mit, ein Plastikding mit, noch einen Kronkorken mit, noch einen Kronkorken mit. Noch einen Kronkorken mit, noch einen Kronkorken mit. Machen das mal alles hier schön in die Tasche rein, zu den anderen Kronkorken. Und brauchen uns dann auch nicht wundern, wenn wir hier einen Kronkorken finden. Nehmen wir mal den Kronkorken, den Kronkorken, den hier, die vier hier. So, noch ein bisschen anderen Müll. Ja, Tasche. Ich nehme den auch noch mit. Eieiei, was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu sagen?
Schaut es euch selbst an. Es ist eine Katastrophe. Kronkorken, das ist die Ausbeute von heute. Herzlichen Glückwunsch. Und hier sind noch ein paar Magneten dran. Also, was soll ich dazu sagen, außer eine Stunde lang unterwegs? Das mit den Magneten war wieder nichts. Das nächste Mal an einem richtigen schönen Sandstrand vielleicht, aber hier nicht. Na gut, so kann es gehen. Das nächste Abenteuer wird besser. Es kann nur noch besser werden. Hier war ich schon mal, bei der Insel war ich, da konnte man einfach hinlaufen. Jetzt ist der Wasserstand gestiegen, das bedeutet, wir haben weniger Fläche. Wir schauen mal, was es heute gibt. Münzen, Schmuck und ich hoffe ganz wenig Kronkorken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, wir stellen mal den Metalldetektor ein. Parkmodus würde ich sagen. Bodenabgleich an der Stelle, wo gerade kein Signal ist. Schön Bodenabgleich machen. Zack. Schauen wir doch erstmal direkt hier so am Strand. An dem kleinen Stück, was uns noch verblieben ist. Hier habe ich auf jeden Fall schon einen Ohrring gefunden, eine schöne Kette gefunden, ein bisschen Kleingeld. Also Schmuck ist schon da. Wir müssen ihn nur finden. So, und genau wo ich jetzt bin natürlich, da habe ich noch nicht gesucht. Zweimal die gleichen Sache rübergehen, bringt natürlich jetzt auch nicht viel. So, jetzt mal kein 80er, sondern ein tiefliegendes 45er. Das kann ja alles sein, hä? Schmuck, Münzen, ganz tiefliegende Alufolie. Hey, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, aber damit kann ich bestimmt noch was basteln. Ein 41er, wir graben einfach mal. Da war es wohl eher hier. Na gut, dann graben wir noch mal da. Also hier ist es nicht mehr. Aha. Da haben wir es ja gefunden. Hey, das ist ein Stück von Anbrak. Oder? Das ist ein Stück vom Reißverschluss, meine ich. Ja, das ist ein Stück vom Reißverschluss. Ich glaube, wir gehen mal so mehr Richtung Wiese, ne? Wie ich mich freue, Wahnsinn! Da ist bestimmt noch ein Aktionscode drin. Seht da, so Aktionscode ist noch drin. Den löse ich dann ein. Hey! Wahnsinn! Noch ein Kronkorken. Also wir haben Schrott, Schrott, Kronkorken. Ne, Schrott, Kronkorken, Kronkorken. Gucken wir mal hier. Ja, so tief? Was kann denn so tief hier bloß vergraben sein? Ja. Was frage ich? So ist ja gar kein Kronkorken. Ist ja ein anderer Deckel. Ich dachte schon, fängt an zu regnen. Es ist eine Dosenlasche. Vier Signale und nur Schrott. Hey, und ja, es fängt wirklich an zu regnen. Das gibt's nicht, das geht echt nicht. Schön, herrlich. Was für ein Müllhaufen hier. Wahnsinn, wollte gar nicht hier weitermachen. Hier sind so viele Signale, voller Müll. Es ist eine Liegewiese. Ja. Ich kann es ja noch mal hier versuchen, bevor es zum Spielplatz geht, aber hier piept es auch überall. Ich kann hier einfach mal aus Spaß noch 5 Signale machen. Dann geht's auf jeden Fall zum Spielplatz. Machen wir so. So, Liegewiese mit Strandblick und hier sind überall Signale. Einfach mal ein 87er buddeln. 5 Stück mache ich hier. Herrlich. Erstes Signal von den 5. Merke dir, Sternmobier. Das ist ein stabiles 52er gewesen. Dosenlasche. Ey, das kann nicht wahr sein. Okay. Doch schon so tief. Ja, genau. Was war das? Signal Nummer 3 jetzt. Urbock. Kronkorken. Aha. Nehmen wir noch die anderen 2 noch mit. Ja. Signal Nummer 5 oder 6. Ich habe jetzt langsam vergessen mitzuzählen. Noch ein Kronkorken. So, 5 Signale. Alle auf engsten Raum, Kronkorken oder Dosenlaschen, ab zum Spielplatz. So nicht, meine Freunde. Ich bin maßlos enttäuscht und frohen Mutes, dass es jetzt gleich besser wird. Wehe, ich finde der Kronkorken auf dem Spielplatz. Wehe, ich sag euch. So, wunderschöner Spielplatz. Gucken wir mal. 53er.
Ja. Hier warst du gerade. Aha. Ein Reißverschlussanhänger. Gut. Nicht aus Gold, falls ihr es wissen wollt. Oh, Kinder, Freunde der Sonne. Sichtfund. Wahnsinn. Wer sieht schon? Tatsächlich. Jawohl. Kaching, kaching, kaching. Da kommt der erste Ring. Bestimmt bloß Modeschmuck. Aber trotzdem freue ich mich. Ring ist Ring. Schön. Mensch, Wahnsinn. Das erste Geld heute hier auf dem Spielplatz. Was? Hä? Das ist ja abgefahren. Guck dich das mal an. Wer hätte das gedacht? DDR-Geld auf dem Spielplatz. Na gut, lag schon eine Weile da, ne? Der Spielplatz ist wahrscheinlich auch schon eine Weile da. Tatsächlich hier 10 Pfennig 1973. Ist ja interessant, habe ich nicht damit gerechnet. Kann man ja glatt mal ins Coinpad machen. Zum Ring. Mhm. 10 DDR-Pfennige, ein Ring. So, das war schon wieder mit dem Metalldetektor. Was soll ich dazu sagen? Am Strand gar nicht, Liegewiese gar nicht. Jetzt noch auf dem Spielplatz die 10 Pfennig, DDR-Pfennige und natürlich der Ring. Gut, das war dann das Beste. Und ansonsten Müll, Müll, Müll. Und das nächste Mal gehe ich nicht mehr her. Nein, das war's. Das nächste Mal geht's wieder auf den Acker hoffentlich. Oder Magnetangeln. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Jetzt fängt es wirklich gleich an zu ringen, glaube ich. Von daher wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Und wer Lust hat, schaut sich ein anderes Video von mir jetzt an. Vielen Dank meinen Kanalmitgliedern und den Patreons. Magnet sagt, Ahoi Brause. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.